Ja, Freunde, wir machen weiter mit Teil 27, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Ah, hier geht's nicht lang. Hier runter. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Außenrum. Und wir sind immer noch auf dem Weg. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Block herum, statt einmal nach links. Okay, dann gehen wir das Gebiet. Abgemacht. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir sind ja hier rausgekommen. Also, er sagt dreimal rechts. Dann machen wir das doch. Wir gehen rechts. Da, Kante, Junge. Scheiße. Oh, Scheiße. Hab ihn! Seht nach, ob es Überlebende gibt. Fuck. Ah, warum? Bravo soll endlich kommen. Mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Oh, shit. Aber wir haben hier ein paar Pfeile, die explodieren. Warte mal, steht da oben einer? Nein, oder? Oh, shit. Jetzt ist halt wieder die Frage, lassen wir das Ganze eskalieren? Oder lassen wir es nicht eskalieren, ne? Oh Gott, die Kamera ein bisschen richten, so. Leute, wir lassen es eskalieren. Wir können nicht alles, zack. Hauptsache, der Hund ist weg. Oh Gott. Da kommt einer, den sehen wir. Danke. Oh, da war ein Hund. Da war ein Hund. Ich sehe den nicht. Okay, wir haben keinen Schalldämpfer mehr. Einmal schnell schauen, ob wir einen Schall... Na, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Vielen Dank übrigens für die Nachricht, dass ich nicht mehr die Scheiben einschlagen muss. Ich glaube, Boomer-Fan war es, ne? Genau, ich habe ja immer wie wild, da hinten ist einer, wie wild die ganzen Scheiben eingeschlagen von den Autos, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Direkt hin. Genau. Da hattest du mir dann ja gesagt, dass falls was in dem Auto versteckt ist, das Auto dann offen steht. Wo seid ihr? Ich höre euch doch in meinem Kopfhörer. Aber wo? Oh Mann, 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 Mann. Hast du irgendwas an Loot? Ich glaube nicht. Da ist einer. Oh, ich trau mich nicht. Ich glaube, hinter dem Anhänger ist einer, oder? Ich weiß nie, wenn ich das immer in meinem Kopfhörer höre, ob das Jesse ist. Los, durchkämmen wir das Gebiet. Wir sind erledigt. Da oben ist doch einer, oder? Da? Boah, das Zielfernrohr, das war so eine gute Investition. Aber hier sind immer noch welche. Danke für den Pfeil. Wo seid ihr denn?
Wo seid ihr? Ich habe meine Taschenlampe. Da liegt einer. Gerne, gerne. Und damit ist wieder die Lebensenergie voll. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die Gegner sind. Irgendeiner muss noch da sein. Und ich habe keine Ahnung, wo. Vielleicht in dem Gebäude. Ich weiß es nicht. Weil hier scheint keiner mehr zu sein. Ne? Und wenn wir mal schauen. Es redet halt auch keiner. Und ich will jetzt eigentlich auch ungern meinen Stein wegschmeißen, muss ich sagen. Ja, er hat gerade die Geräusche gemacht. War ich das? So, ist hier irgendwas? Oder ist vielleicht in dem Gebäude? Boah, scheiße, da ist einer. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Okay. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Dann haben wir die. Ah, ob das ein ein guter Kill war, weiß ich nicht. Also das sah so aus, als ob er eher das das Rohr getroffen haben und nicht sie. Aber egal. Egal, also auch mal sowas. Muss auch mal sitzen. Können wir da unten noch, bevor ich hier, ich gehe nämlich davon aus, dass ich hier oben her muss, ohne es zu wissen. Und bevor ich daher gehe, möchte ich noch einmal kurz hier schauen, ob hier irgendwas drin ist. Also ich muss sagen, ich finde auch die Feinde hatten wir jetzt gut im Griff. Ja, und da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Klar, das kostet natürlich immer so ein bisschen Munition, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben keinen Schuss daneben geknallt, oder? Ich würde sagen, alles getroffen. War ich zufrieden. Ich glaube, wir haben zwei Einpfeil. Ich glaube, einen Sprengpfeil, haben einen Pfeil ja wiederbekommen. Und dann mit unserem Gewehr, ach guck mal, hier kommen wir doch auch so hoch, mit unserem Gewehr vielleicht, weiß ich nicht, vier Schüsse, wie viel haben wir noch? Ja, einen hatten wir, glaube ich, gesammelt. Irgendwie so, müsste ich nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, ich glaube, das war jetzt Kostennutzung. Das Verhältnis war okay. Bin ich zufrieden. So, wir haben ja eigentlich 100 Millionen Lappen, die wir benutzen können, um Sachen herzustellen. Aber wir nehmen nur diesen kleinen. Definitiv ein paar Sachen. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Dann würde ich sagen, hat es sich definitiv gelohnt, diese paar Schüsse auszugeben. Können wir hier nachladen? Nein? Oh, okay, war ich zu spät. Können wir hier nachladen? Ich glaube auch nicht. Doch. Vier passen da rein, okay. So, können wir hier nachladen? Bestimmt. Und, naja, da haben wir nur zwei. So, Waffe steckt sie gleich sowieso wieder weg. Ich glaube, wir müssen jetzt hier raus, ne? Aber nochmal, da war doch noch irgendwas, oder? Sah das jetzt nur so aus? Genau, ein Zettel. Und zwar Jules.
Hey Jules, bist du noch da draußen? Ich würde ja sagen, wenn du dich beeilst, können wir uns am nächsten Sammelpunkt treffen, aber diese Überflutung hat uns wirklich ausgebremst. Zachary meint, dass diese Menge an Wasser ungewöhnlich ist. Ich glaube, es gibt jetzt auch mehr WLF-Patrouillen, denn ich liege viel zu viele Stunden bäuchlings im Matsch und warte darauf, dass die Leute, die sich unsere Freunde nannten, vorbeiziehen. Isaac und die Wolves machen wirklich alles noch schlimmer. Für sie geht es nur um ihr Ego und Ehre. Sie müssen aufhören, um Land zu kämpfen, auf das sie kein Recht haben. Wir haben etwas anderes gehört, aber es war die Wolf, die den Waffenstillstand gebrochen hat. Sie haben uns angelogen, Jules. Dann durchgestrichen. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich bin so weit gekommen. Ich werde darum beten, dass sie meinen Weg erhält und dass sie das auch für dich tut, Jules. Finde uns, komm schnell. Gray. Okay. Okay. Ja. So, genau. Das war ja der Punkt, an dem wir, oder an dem ich gesagt habe, wir können ja auch oben rein. Alles klar. Ich habe jetzt gerade wieder das böse Gefühl, mich so ein wenig zu verlaufen. Beziehungsweise so ein wenig die Orientierung zu verlieren. Aber ich meine, dass wir hier hoch müssen. Oh, irgendwie ein bisschen gruselig, ne? Mit den ganzen Figuren da. Aber okay. Wobei er wird gleich eh wahrscheinlich sagen, wenn ich hier falsch bin. Weil wie gesagt, jetzt gerade habe ich wieder so ein paar Probleme mit der Orientierung hier. Da war ein Stein, den haben wir schon. Oh, nee, sehr gut. So, was können wir herstellen? Das nicht, das nicht. Das haben wir schon. Schalldämpfer. Der war gut. Das hat uns, glaube ich, bei dem Hund war das, ne? Ach ja, stimmt. Wir hatten ja auch Kurzwaffen auch ausgegeben, gerade Munition. Ich glaube, bei dem Hund hat uns das echt geholfen. Ja. Komme ich hierher? Komme ich hier rüber? So, also Orientierung, Freunde, Orientierung. Müssen wir um den Block gehen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade wieder verloren so ein bisschen. Wir gucken mal. Das ist ja das Gute an diesen Schlauchleveln, dass wir uns eigentlich nicht verlaufen sollten. Bin ich hierher gekommen? Okay, sie geht hier nicht rüber. Das heißt, ich bin hierher gekommen. Ich glaube von dem... Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Klar, hier waren wir doch drin. Natürlich. Natürlich. Also, wir gehen hier weiter. Hier waren die Gegner. Er hat ja gesagt, rechts, rechts, rechts um den Block. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Kommen wir nicht her. Das Ding können wir nicht schieben. Das heißt, da kommen wir eh nicht rüber. Hier waren wir schon drin. Oben können wir auch nichts machen. Das heißt, wir müssen hier theoretisch noch weitergehen. Wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht geht's ja da durch. Ey, ich war doch auf dem Weg dorthin. Ich komme doch. Ich komme doch. So, wir dürfen wieder ein bisschen schwimmen. Gut, dass Ellie das gelernt hat. Auf jeden Fall. So. Irgendwas. Was war das hier für ein Weg? Nix. Hey, wollen wir zur Brücke gehen, um uns umzusehen? Ja, machen wir. Gute Idee. Freunde, ich muss einmal kurz pausieren. Ich muss mir einmal ganz kurz einen Schluck zu trinken und bin sofort wieder bei euch. Und wir machen weiter. Kann ich hier rein? Macht wahrscheinlich keinen Unterschied, ne? Aber hier gibt es anscheinend eh nichts. Wobei ich ja sagen muss, ich finde ja diese Puppen irgendwie so ein bisschen unheimlich. Ich habe wieder das Gefühl, als ob ich hier was verpasst habe, aber schauen wir mal.
Bestimmt hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Okay. Wenigstens ein bisschen Flasche. Oh, das sieht gut aus. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt genug Teile haben. 31. Guck mal. Nee. Können wir leider nichts verbessern, aber in der Regel, wollte ich gerade sagen, liegen dann ja Teile rum in der Nähe von der Werkbank. Aber 45 wird, denke ich, auch nicht reichen. Guck mal, die Feuerrate von der Pumpgun. Nee. Die Pumpgun ist eigentlich gar nicht so meine Priorität. Wenn ich glaube, ich würde tatsächlich eher die Kapazität. Oh, Schaden ist natürlich auch noch mal mega. Ja, also bevor ich die Pumpgun mache, mache ich das Repetiergewehr. Aber den Bogen, den sollten wir definitiv auch. Das ist natürlich ein Entfernungsmesser, ist auch richtig gut. Plus nochmal mehr Einspanngeschwindigkeit und Spanngeschwindigkeit, dann kriegen wir die viel schneller kaputt. Der Bogen sollte tatsächlich das nächste sein, was wir verbessern. Die halbautomatische Pistole haben wir komplett verbessert. Und bei dem Revolver Nachladegeschwindigkeit und Schaden erstmal nicht nötig, würde ich sagen. Nee. Das heißt, wir sammeln noch, wir sparen uns das. Und wollen dann, gerade jetzt natürlich, weil wir die Möglichkeit auch haben, Sprengpfeile zu nutzen, wollen wir auf jeden Fall den Bogen verbessern. Ja, das ist der Plan. Den möchte ich verfolgen. Ich hatte aber das Gefühl, als ob am Anfang des Spiels so gut wie keine Werkbänke da waren. Oder ich sag mal so, dass zumindest jetzt die Häufigkeit der Werkbänke zunimmt. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich meine, klar, macht vielleicht auch Sinn, gerade jetzt, wo wir immer mehr Waffen haben. Ich sehe jetzt gerade schon wieder die Nachrichten vor mir, ey, sag mal, du hast schon wieder was verpasst. Wieso bist du nicht zu dieser einen Tür gegangen? Aber ich sehe jetzt gerade nichts. Ich gucke mir das Video später nochmal an und da fällt mir bestimmt wieder was auf. Aber bevor ich jetzt alles nochmal ablaufe, gehe ich weiter. Aber woher? Hierher, oder? Wir müssen mal her. Hier rum? Nee, da kommen wir nicht her. Können wir vielleicht unterm Truck her schwimmen? Ich sehe nichts. Nee, auch nicht. Das heißt, wir müssen daher? Ehrlich? Da komme ich ja nicht her. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde es auch absolut Wahnsinn. Ich hatte ja auch jetzt einen Kommentar bekommen zu der Geschichte, als sie auf Nora hieß sie, glaube ich, ne? Mit dem Eisenrohr draufgehauen hat. Genau. War das von Paulo FIFA? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer den Kommentar geschrieben hat. Aber wie es dann halt im Englischen hieß, was sie im Englischen gesagt hat. Und sowas finde ich dann einfach immer mega, wenn ich da wenn ich da einfach mehr Hintergründe noch bekomme. Ne? Und das dann einfach noch viel besser einschätzen kann, die Situation. Weil da war es ja, weil ich habe ja auch gedacht, nach den drei Schlägen, da war die letztendlich tot und sie hat dann ja gesagt, ja, sie hat geredet, wo ich mir dachte so, hä, habe ich das irgendwie
übersprungen. Genau, aber dann kam halt die Nachricht, ja, im Englischen hieß es dann, I made her talk. Ja klar, sie hat sie dann letztendlich so zum Reden gebracht. Ne? Das sind halt so diese Kleinigkeiten. Oder was dann auch mit Liedtexten und diese ganzen Querverweise, da würde ich im Leben einfach nicht drauf kommen. Deswegen vielen, 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 vielen Dank. Das sind einfach Kommentare, die finde ich unfassbar genial. Also wirklich unfassbar genial und da freue ich mich jedes Mal drüber. Zur Hölle kommen wir da rüber. Oh, da fahren Autos. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. Oha. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein bisschen Action auf uns zukommen. Er nimmt schon mal die Waffe in die Hand und würde ich sagen, machen wir das Gleiche. Sicher ist sicher. Genau, also nochmal ganz kurz. Diese Kommentare von euch sind... Ich freue mich einfach so jedes Mal drüber. Das ist der Knaller. Ein Kampf kommt, liegt an ihm. Hoffentlich sind es nicht zu viele. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, also. Wir wollen uns ein Boot klauen. Okay. Dann machen wir das, würde ich sagen, ne? Aber vorher nehmen wir noch ein paar Klamotten mit. Und gucken dann natürlich, was wir damit gucken. Schere. Ich hätte gerne noch den... Ja, noch zwei Pfeile, aber da fehlt mir noch ein Viertelband. Ein Viertelband und dann würden wir die Schere wiederbekommen. Vielleicht liegt es ja noch hier rum. Aber das sieht nicht danach aus. Da ist auch nichts drin. Schade. Das wäre definitiv sehr, sehr gut gewesen, denn das war eine komplette volle Schere. Ist hier was drin? Ja, da war nur... Guck mal, zwei Riegel. Das heißt, wenn es gleich zum Kampf kommt, vielleicht können wir dann... Nee, können wir nicht, weil wir hier wahrscheinlich nicht mehr hochkommen, oder? Nee. Hier ist alles zerstört. Da kommen wir nicht mehr hoch. Schade. Hier können wir her, aber vielleicht liegt ja hier noch irgendwas. Jawohl. Das heißt, mein Suchspürsinn hat vernünftig angeschlagen. Oh. Was ist denn hier los? So kenne ich mich ja gar nicht. Taschenlampe geht nicht aus. Ja, komm, 22 Minuten, da gehen wir auf jeden Fall noch durch. Hier. Okay. Hab's. Na los. Ups. Genau, ich tauche ja, ich muss wirklich sagen, ich tauche nicht gerne in dem Spiel. Ich muss aber einmal hier kurz hoch, glaube ich. Oh Gott, was mache ich? Sagt ihr mir, oder das könnt ihr mir bitte echt mal in den Kommentaren lassen, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass irgendein Loot unter Wasser liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass man dazu ein paar kleinen Geheimräumen hinkommt, aber ich glaube nicht, dass Loot im Wasser liegt. So, aber jetzt müssen wir uns anscheinend konzentrieren. Shit. Ihr vier, bringt die Landebrücke zum Yachthafen. Der Rest von euch bleibt hier und wartet auf Befehle. Was zur Hölle? Wir sollen hier warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Die ganzen Menschen sollen wir töten. Ja, es ist schon heftig, ey. Das ist auch schon wieder so eine Sache. Ich meine, klar, ne, die Rache... Gedanken von ihr sind alle nachzuvollziehen. Wieso packt sie das denn nicht? Keine Frage.
Aber wenn ihr mal überlegt, wie viele Menschen sie einfach tötet, ne? Aber das wird... Das ist was für unser Fazit von Part 2, welches anscheinend noch ganz weit in der Zukunft liegt. Sollen wir den direkt erschießen? Komm. Schieß. Na, jetzt hat der kein Benzin, oder was? Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße, nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen. Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Ich hoffe echt, du schaffst es. Geht der, sind wir jetzt alle, nee. Wir sind jetzt alleine. Scheiße. Motor läuft jetzt wieder. Wo soll ich hin? Fahrt auf der anderen Seite. Verstanden. Oh Gott. Da sind wir einmal gegangen. Verstanden, Gamma. Ich gebe das an Kommando weiter. Wartet auf Anweisungen. Over. Verstanden, Basis. Meinst du, das gefährdet die Aktion nachher? Da ist einer. Kontrolliert die Umgebung. Wir hier keine Überraschungen mehr. Oh, shit. Wir sollten nach diesen Eindringlingen suchen. Verstehe ich. Die ist ein schräges Thema. Meinst du, die gehören zu den Stark? Die wollen nicht einfach nur durch die Stadt. Mir ist egal, wer die sind. Ich will sie nur finden. Ich glaube, das war unnötig. Ah, ich habe meine Frage beantwortet. Man kann im Wasser looten. Oh, ich sterbe. Doch nicht. Man kann im Wasser looten. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt bist du. Wir sind tot. Komm raus. Ich muss mich heilen. Shit. Das war blöd. Das war richtig doof. Aber man kann im Wasser looten. Das habe ich echt nicht gedacht. Der Motor läuft jetzt wieder. Wo soll ich hin? Fahrt auf der anderen Seite. Verstanden. Da komme ich nicht hoch. Vier Soldaten sind zum Yachthafen ausgerückt. Ich habe halt keine Ahnung. Wieso sieht mich denn jetzt einer? Wo ich hin muss, das ist das Problem. Keine Ahnung. Ey, ich bin nur in den Wasserpflanzen. Wieso sehen die mich? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss echt da hinten durchs Gebäude, wo ich vorhin... Was heißt vorhin? Wo ich gerade den Sprengpfeil abgelassen habe. Keine Ahnung, wo hier überall Gegner sind, ne? Boah, da
es wird eine richtig miese Nummer. Zeige ich dir gleich, wie sicher das ist. Shit. Ob das jetzt so gut ist? Ich. Ah ja, eigentlich wollte ich die greifen. Aus dem Wasser kann ich nicht schießen, das ist Mist. Da. Scheiße! Wo? Von wo? Zumindest haben wir einen Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, wenn wir sterben, dann müssen wir nicht nochmal komplett von vorne anfangen. Weiter links, oder? Ich weiß nicht, wo die sind. Boah, die Pumpgun, glaube ich, auch eine echt Kackwaffe ist dafür. Ich glaube, ich muss die anlocken, auch wenn ich es echt nicht gerne mache. Jetzt wäre es natürlich genial gewesen, wenn wir mehr Lauschangriff hätten oder eine größere Distanz. Da hinten ist einer. Jemand eine Spur vor dir. Da. Kommt da. Da. Aber den. So, wir machen mal hinten Schalldämpfer schnell. Hier ist halt ein Stein. Aber ich gehe davon aus, dass das zu weit... Das wird zu weit sein, um die anzulocken.
Denke ich. Ich habe ja auch, das ist auch blöd, wie ich hier stehe, aber egal. Wir probieren's. Das hat niemanden angelockt. Da, aber was soll ich machen, ey? Ich meine, ne, mit dem Zielfernrohr würde ich es echt probieren. Vier Schüsse für den Typen. Also wir hören ja definitiv noch eine Frau. Da ist eine. Da ist eine. Da. Vier Schuss, richtig mies. Richtig mies. Richtig mies. Und wir sind noch nicht durch. Ganz wichtig. Wir sind noch nicht durch. Sie steckt die Waffe immer noch nicht weg. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Haben wir denn... Ja. Wir müssen uns ein bisschen vorwagen. Ich habe halt gerade auch keine Ahnung, so wirklich wie hier der... Ach du Scheiße. Wo? Wo? Da. Oh shit. Können wir da durchschießen? Also, wir wissen, da befindet sich definitiv jemand. Da komme ich nur von hier nicht. Doch, ich kann hier rüber gehen. Guck mal. Ah, mit der Punkgun, ey, das ist nicht die richtige. Zwei Leute höre ich definitiv. Wobei ich davon ausgehe, aber ich weiß es nicht, dass das die letzten beiden sind. Jetzt runtergefallen, runtergerutscht. Das war natürlich schlecht. Ich bin dran. Immer noch nicht. Krass, wie viele Leute sind denn hier? Alter, du Schwede, das kann nicht sein. Wer, wo? Wo? Ich halt auch keinen Pfeil mehr, ne? Scheiße. Habe ich noch einen Schalldämpfer? Nein. Reichen die zwei Schuss? Vielleicht. Das ist Skylar. Nein, reichen nicht. Wo? Immer noch nicht?
Ey, wie viele Leute habe ich denn jetzt schon gekillt? Oh, ich komme gar nicht hoch. Ich habe noch die Betäubungsdinger, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Schnappt sie euch! Ich habe einen gehört. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Da. Boah, dafür aber kein Betäubungspfeil, ey. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ne? Ich habe gleich... Hier ist nichts zu sehen. Alles... Da unten war noch einer. Hä? Ich würde den gern... so killen. Immer noch nicht fertig. Es ist heftig. Ganz, 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 ganz heftiger Kampf. Ganz, oh, das ist gut. Da hinten ist einer. Habt ihr es gesehen? Da. Nein, wollte ich nicht. Wollte ich doch gar nicht. Oh, da ist noch einer. Mindestens zwei. Oh, das ist so heftig. Scheiße, scheiße, scheiße. Der sieht uns gleich. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht weg. Okay. So, da unten war einer. Also, ganz ehrlich, ich finde, wir haben es verdient zu überleben, oder? Ich finde nicht, dass wir sterben sollten. Okay. Ab. Also, unten muss noch einer rumlaufen. Hier oben dürften wir recht safe sein. Fürchte, wir müssen runter. Ich sehe kaum was. Ist das eine Puppe? Ist das eine Puppe? Ich meine, klar, man kann das mit Sicherheit doch alles irgendwie durchs Schwimmen erledigen, ne, aber ich meine, wir sind jetzt hier so weit, da liegt irgendwas. Da auch. Hier überall, wir sind jetzt so weit. Ey, das ist dann, ich gehe mal davon aus, wir haben noch den einen Gegner vielleicht. Und dann müssten wir doch auch das Areal hier gereinigt haben. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut.
Hier liegt überall was. Ich gehe mal davon aus, weil hier einfach auch keiner mehr rumläuft, dass ich die Freunde alle schon rübergelockt habe, dann auf der anderen Seite erledigt habe. Und jetzt hier irgendwie noch eine einsame Seele da unten rumläuft und mich sucht. Und wenn der weg ist, dann müssten wir auch... Also da müssten wir wirklich durch sein. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr Leute sind. Glaube ich wirklich nicht. Deswegen bin ich vorsichtig positiv gestimmt. Dass wir es echt geschafft haben. Aber das war dann definitiv... Das ist Medipack. Das war dann definitiv ein harter Kampf. Aber wo bist du denn? Wo bist du? Ich würde ja was schmeißen, um dich anzulocken, aber ich... Der ist nicht in dem Bereich. Sonst hätten wir ja sowas gehört wie, hey, ich habe was gehört. Sie ist hier oder so. Jetzt hier echt in der Mitte rüber, da komme ich ja gar nicht rüber, komme ich hier drunter her? Auch nicht. Okay, Kollege, komm, ne, ich gehe jetzt wirklich in den offenen Kampf. Komm her, dann erledigen wir das einmal und dann ist das auch okay. Aber ich weiß halt gerade nicht, wo du bist. Vielleicht soll ich mal schießen. Ich will keine Munition dafür verwenden, aber vielleicht... Naja, eigentlich auch nicht. Ich möchte halt ungern Munition dafür jetzt verwenden, um, ja, um jemanden anzulocken. Ich gehe davon aus, dass der irgendwo da hinten rumläuft. Na, deswegen, ich gehe jetzt hier auch gar nicht mehr irgendwie groß in Deckung. Wo bist du denn, Typ? Hier waren wir ja schon und der ist da unten rumgelaufen. Da ist er. Guck mal, den erledigen wir jetzt einfach mal. Der ist auch bei dem Boot. Okay, alles klar. Gleich ist er weg. Ich glaube, ich habe jetzt auch so ziemlich alles abgelootet. Oder? Ist hier noch was drin? Oh, ne. Shit. Hier liegen überall noch die Leichen. Muss ich da jetzt wieder hoch? Oh, wo bin ich da hergekommen? Moment. Wo bin ich denn jetzt dahergekommen? Also, das ist wieder das typische Beispiel für Stefan verliert die Orientierung. Aber wir müssen hier hoch, das weiß ich. Und dann können wir auch gleich zum Boot. Und dann können wir auch den überlangen Part schon fast beenden. So, wir gehen hier runter. Ja. So. Du bist, glaube ich, der Letzte wirklich, ne? Komme ich hierher? Ich kann hierher schwimmen. Guck mal, dann komme ich da gleich hoch.
Das war's, oder? Okay. Boot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat jetzt lange, lange, lange gebraucht, der letzte, definitiv. Jetzt gucken wir hier noch. Können uns auf jeden Fall noch einmal schnell Pfeile anfertigen. Hier liegt, glaube ich, nichts mehr. Dann steigen wir aufs Boot und wenn wir auf dem Boot sind, machen wir aus. Bringt's was, hier hochzugehen? Ich glaube nicht, ne? Blutmäßig meine ich jetzt. Nee. Nee, nee. Ach, guck mal, auf der Seite waren wir vorhin schon, okay. So, ab aufs Boot. Ja, lass dir Zeit. Es ist kein Gegner mehr da. Ich habe das komplette Areal geklärt. Aber meine Freunde, wir sind im Boot, wir sind sicher. Ging dann doch ein bisschen länger als gedacht, der letzte Kampf. Aber wir sind nicht dabei gestorben. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil mit euch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.